Und ich würde sagen, erstmal, Revi reagiert. Ich bin sofort wieder da. Ich hole kurz ein bisschen Tesafilm. Kleinen Moment, meine Freunde. Habe ich etwa keinen Tesafilm mehr hier? Kleinen Moment, ich finde das, Leute. Kleinen Moment. Bin sofort wieder da. Ich brauche nur eine Minute, Leute. Hier, guck mal. So. Dann schauen wir doch mal, ob ich das jetzt hinbekommen werde oder nicht. Na, meine Freunde. So, arschgeil. Also. D-King meinte nämlich zu mir, yo, guck mal, du hast lange nicht mehr auf irgendwas reagiert, dein Revi-Gang-Kanal ist gerade am Wegsterben, wird doch mal Zeit, dass du nochmal was machst. Und ich so, yo, such mir was raus, worauf ich reagiere. Und dann hat er mir das hier geschickt. Und da bin ich tatsächlich mal echt gespannt, ja. Eye-Tracker ist da. So, warte mal, ganz kurz hier der anderen Seite nochmal kurz ein bisschen Klebeband dran machen. Wir den Bruder hier ganz kurz uns reinziehen und dann natürlich auch krass Klassenfahrt, meine Freunde, auch lange nicht mehr angeguckt, weil ich habe wohl mitbekommen, dass ich in mehreren krass Klassenfahrt Folgen tatsächlich mitspiele mal wieder. Es ist so. Gut. Ich bin gespannt. Ich mache kurz meinen Eye-Tracker an. Ja, ich hoffe mal, dass der Bruder eingesteckt ist. Der müsste eigentlich an sein. Loslegen. Wo ist er denn? Eye-Tracking. Kein Eye-Tracker verbunden. Ah ja, seht ihr mal. Moment, da muss ich ihn ganz kurz einstecken. Ah ja, Leute. Ich habe wieder nichts vorbereitet. Arschgeil. So, jetzt kommt der Eye-Tracker. Da ist er. Sehr schön. So, Eye-Tracker steckt. Arschgeile Nummer. So, und eigentlich sollte ich doch jetzt hier Gaze Trace anmachen können, richtig? Verbinden. Ja, dann verbinden wir den Eye-Tracker. Hallo? Gaze Trace. Da ist es. Sehr schön. Okay. Eye-Tracker, oh mein Gott, oh, ist das laut. Eye-Tracker ist da. Ich würde sagen, wir schauen uns mal ganz kurz dieses seltsame Video an, was ich hier geschickt bekommen habe, meine Freunde. Arschgeil, so wie mein Arsch. Absolut geile Nummer. D-King, Grüße gehen raus an der Stelle an dich. Das hast du ganz toll gemacht. Ich sage, such mir was zum Reagieren raus. Er schickt mir eine Arsch-Challenge, dafür erstmal eine doppelte Sirene an dich. Gut, ich würde sagen, das gucken wir uns jetzt erstmal an. Und dann sage ich euch eins. Ich werde kein einziges Mal auf den Arsch gucken, meine Freunde. Denn ich bin ein Champion. Ja, können wir es noch lauter machen vielleicht? Ach ja, es ist nur eine Slap-Challenge. Ist easy für mich, Leute, ist easy für mich. Also ist kein Problem für mich tatsächlich. Es sind da sehr schöne Damen hier. Schöner Rücken auch. Junge, was hast du mir da rausgesucht, Alter? Was ist das? Gut, okay, das brauche ich mir jetzt nicht angucken. Ja, ich verstehe. Spricht jemand von euch Russisch, Alter? Keine Ahnung. Guter Charakter, auf jeden Fall, Firex, Digga. Genau das. Alter, Junge, wie sie sich hier die Schellen geben, Mann. Oh mein Gott, Alter. Ey, das ist... Junge, guck mal seinen Arm an. Der ist komplett blau. Was macht sie da vorne? Okay, never mind, so, egal. Was ist denn das für eine Sportart, Alter? Junge, Junge, Junge. Man kann mir sagen, was man will. Man kann mir sagen, was man will, meine Freunde. Man kann mir sagen, was man will. Aber das ist doch kein Sport, Alter. Das ist doch kein Sport, Junge. Da habe ich direkt reingeschissen an der Stelle. Ich gucke nicht auf den Arsch. Ja gut, das wird dann doch schwieriger, als ich gedacht habe, Alter. Also das, eine schöne Uhr hat der Mann da. Eine schöne Uhr. Ja. Schöne Jogginganzüge auch, Alter. Vor allen Dingen, das ist auch wieder so typisch, dass sich nur Frauen gegenseitig auf den Arsch hauen, Alter. Es sind nur Frauen, die sich gegenseitig auf den Arsch hauen, ja? Und irgendwie keine Männer. Warum, Alter? Warum? Die Uhr ist eine schöne Uhr, eine sehr schöne Uhr, Junge. Ich
glaube nicht, dass der Ton so wichtig ist. Ja. Was ist denn das für eine Sportart, Alter? Vor allen Dingen, die beiden, die müssen ja ultra Spaß daran haben, Alter. Die müssen ja richtig Bock drauf haben. Minecraft gönne ich mir heute Abend auch noch rein. Zum Ende schauen wir uns nochmal den Server von gestern an. Auf Safe. Upsi, da habe ich wieder hingeguckt. Das reicht mich doch an der Stelle. Das reicht mich doch an der Stelle. Warum hat es so Sportart tatsächlich nicht bei uns zu Lande, sondern nur in Russland? Darum ist meine doppelte Sirene. Alter. Ja, komm, Digga, ganz ehrlich, da muss ich doppelt und dreifach los, Alter, bei der Hose, Junge. Tut mir leid, da bin ich Mensch, ja? Das ist, also... Boah, krasse Haare. Sind das die Trainer? Haben die Trainer da? Vor allen Dingen, warum hat sie denn so eine Hose an, Alter? Ich meine, wenn ich doch in so einem Ding mitmache, dann ziehe ich doch nicht automatisch so eine Hose an. Ich meine, hallo, dann ist das doch... Also das ist ja dann... Es tut mir leid, Leute. Es tut mir leid. Das würde ich an der Stelle nicht machen. Ich würde tatsächlich so eine Hose nicht anziehen. Ich würde eher so eine Jogginghose anziehen, Alter. Weil das ist ja, wenn du da drauf haust, Junge... Vorbei. Ist vorbei. Moment. Ist einfach vorbei. Ja, komm, Junge. Was soll ich da auch machen, Digga? Was soll ich da machen? Ich wusste nicht, dass die sich am Arsch schauen. Ich dachte, es wäre die ganze Zeit nur mit Gesicht schlagen hier, so... Ich bin hier raus. Wir machen es was anderes. Wir spielen jetzt Fortnite, Leute. Das reicht jetzt an der Stelle, ja? Genug, ne? Man muss doch mal sagen, dass es auch irgendwann dann... Es ist auch irgendwann mal gut, ja? Es ist auch irgendwann mal gut. Da habe ich mich gut geschlagen, würde ich sagen. Das war eine ganz, ganz geile Nummer, Alter. Sehr stark von mir. Absolut geil. Junge, Alter. Junge.